Gentlemen, dies ist ein bewegender Moment. Die deutschen Truppen haben soeben kapituliert. Der Krieg in Europa ist somit fast beendet. Aber wo ist das Forschungszentrum? Wir haben 10 Tage lang die Offiziere vom 20. Korps verhört. Es ist ganz nah, Sir. Auf der anderen Seite der Elbe. In der sowjetischen Zone. Also eine verbotene Zone. Nun, vielleicht nicht. Wir haben da eine Idee. Die deutsche Armee hat kapituliert, aber einige Fanatiker wollen nicht aufgeben. Und wie profitieren wir davon? Nun, die Deutschen haben strikte Order, diese Abtrünnigen zu neutralisieren. Mit anderen Worten, Deutsche gegen Deutsche. Genau. Wir geben uns als reguläre deutsche Truppen aus und befreien das Forschungszentrum von den Fanatikern. Und ich bin mir sicher, dass Ihr Befehlshaber unsere Ansichten über die Waffen und die Russen teilt. Aber doch nicht von Richter. Sehr richtig. Genialer Plan. Also los, holen wir uns das Forschungszentrum, solange unsere Jungs noch mit den Russen in Torgau feiern. Ich muss noch einmal betonen, dass es keine Konflikte mit den Russen geben darf. Wir agieren, als wären wir von Richters Truppen. Von jetzt an sind wir deutsche Soldaten. Und wir nutzen ihre Spielzeuge. Und ihr Oberkommando weiß natürlich nichts von dieser Sache. Und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Russ. Und man hat es eben gerade schon gehört. Ja, wir spielen heute die Deutschen. Und ja, unser in Klammern Befehlshaber oder der befehlshabende Offizier hier von dieser Kampfgruppe ist der liebe Herr Richter. Steht es vielleicht irgendwo? Nee, kommt leider nicht. Stand aber eben gerade im Intro noch da, von daher, das stimmt schon so, ich lüge euch da jetzt nicht an. Und der werte Herr Richter, wer den jetzt schon wieder vergessen hatte, der war der, naja gut, Erzfeind vom Sheridan? Ja, mehr oder weniger. Okay, wir haben den Siegfried Blockers Bunker, sehr schön. Ein sehr massiver Bunker, das ist top. Nee, der war halt der, in Klammern, Erzfeind vom Sheridan schon von Anfang an. Und in der vorletzten Folge haben wir es dann endlich geschafft und haben ihn festgenommen. Und naja, jetzt stehen wir hier, haben letzte Folge Torgau eingenommen, haben die Russen getroffen und müssen jetzt die abtrünnigen deutschen Soldaten irgendwie eliminieren. Immerhin sind wir ja die vernünftigen Deutschen. Und wir haben die Aufgabe, diese bösen abtrünnigen Deutschen fertig zu machen. Mit anderen Worten, wir sind, ja, Deutsche gegen Deutsche. Wie der Campbell da schon irgendwie mehr oder weniger erwähnt hatte. Nee, Quatsch, der Sheridan. Entschuldigung. Aber er hat ja recht. Gut, ich würde mal sagen, am effektivsten ist die ganze Geschichte, wenn wir da mit Artillerie dran gehen. Und was ich auf jeden Fall brauche, ist für den Anfang eine Panzerabwehrbasis und eine Infanteriebasis. Panzerabwehr für den Notfall, wenn da irgendwelche Panzermassen durchrennen und der Siegfried-Blockhaus-Bunker nicht mehr hält. Und Infanterie, um vielleicht das Ding hier einzunehmen und, ja, mal gucken. Aber für den Anfang auf jeden Fall Artillerie. Und da würde ich auf jeden... Nee, Sturmtiger nicht. Wir gehen mal auf die schöne Haubitze. Ich würde eigentlich auch schon fast sagen, dass wir uns gleich nochmal die 8-8er gönnen, also die Flak 8-8er, die können wir theoretisch auch als Panzerabwehrwaffe missbrauchen. Also nicht nur theoretisch, die kann man als Panzerabwehrwaffe missbrauchen. Und war ja auch ursprünglich... Ne? Ne? Genau das meine ich. Genau das meine ich. So. Ich denke mal, die sollten aber nicht wirklich lange durchhalten. Ey, wer denn nimmt das jetzt ein? Dann bringe ich irgendwen um. Gut. Einwandfrei. Schön, dass die noch einen Grenadiertrupp in Rückzug gebracht haben. Das macht mich richtig schön happy. Gut. Ich mache jetzt extra mal Blitzangriff, also generell Blitztaktik, weil ich hier ziemlich viele Ressourcen ziemlich schnell reinhaben möchte. Und das geht halt am besten, wenn da meine Einheiten möglichst ein bisschen zack einlegen. Den 5. Gang anstatt den 4. Und naja, wenn sie nur 4 Gänge haben oder 3 Gänge haben, dann machen sie es trotzdem.
Ich habe gesagt, die fahren schneller, dann fahren die auch schneller. Fertig. Ich würde schon fast sagen, meine erste Amtshandlung wird es sein, diesen Bunker, diese Kaserne wegzubomben und mir dann auch noch die Rohstoffe hier anzueignen. Dann würde ich ganz gerne hier irgendwie dicht machen. Hier vielleicht Infanterie reinpacken, hier noch Panzerabwehrbunker und alles mögliche hinbauen. Und dann einfach über die Front hier vorrücken. Und dann, wenn es mir gelingt, nicht hier durch, weil das ist ein bisschen zu aufdringlich, sondern hier hinten rum, dann kann ich nämlich die Panzer zum Beispiel, das sind wahrscheinlich fette Panzer, zerstören, dann noch deren Flugfeld überrennen und dann deren Forschungszentrum einnehmen, genauso wie deren Hauptquartier. Ich denke mal, das ist die effektivste Variante. Aber für den Anfang würde ich schon fast einmal gucken wollen, was sie denn überhaupt alles stehen haben. Wir haben einen neuen deutschen Panzerprototypen identifiziert. Was für ein Monster! Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Klasse. Okay, die Maus. Optimierter Monsterpanzer. Mehr Feuerkraft als gewöhnliche Monsterpanzer. Keine Bewegung feuern. So, ein frontales Aufeinandertreffen mit diesem Mauspanzer können wir nicht gewinnen. Wir müssen ihre Aufklärung ausschalten, damit sie blind agieren müssen. Ach du Heilige. Hatte ich schon mal erwähnt, ich bräuchte Panzerabwehrwaffen nur für Notfall. Dieser Notfall tritt gerade ein. Pack 40, optimiertes Panzerabwehrgeschütz. Jo, ist on the way. Ach du Heilige. Ey, kommt die jetzt? Kommt die jetzt? Nee. Okay, gut. Noch alles tippitoppi. Sind das auch Scheinobjekte? Nein, das war echt. Das war auch echt. Da waren ein paar Scheineinheiten zwischen, aber auch ein paar Echteinheiten. Und das war nicht so toll. Gut, jetzt würde ich mal sagen, Artillerie, komm mal an Land. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Einheiten oder ein paar Punkte gesammelt. Die können wir uns auch theoretisch direkt ausgeben. So, und wenn wir das dann erledigt haben... 8-8er, was haben wir denn da noch? Ich möchte nur mal kurz reingucken. Ja, nur Infanterie, eine 8-8er. Da kommen noch zwei Panzer, hier kommt noch ein bisschen Infanterie. Die sollte aber, denke ich mal, kein Problem sein. Zumal wir hier diesen Bunker haben. Ne? Da kommt auch noch ein bisschen Infanterie. Die stellt auch kein Problem dar. Ich meine, die läuft direkt auf der Straße. Haubitze, 150 mm, sehr hohe Reichweite, bla 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 bla. Effektiv. Die ist einfach effektiv. Fertig. So, die schießt auch schon. Das soll sie eigentlich noch gar nicht, aber sie tut es trotzdem. Da finde ich nett. Muss sie nicht, macht sie trotzdem. Wie gesagt. Panzerzerstörer. Der Marder. Der fehlt mir ja auch noch in ein paar anderen Spielen, aber das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht anbringen. Ist die Frage. Natürlich am Credit-sparendsten wäre, wenn wir die ganze Sache hier mit den Artillerie-Sachen kaputt machen würden. Aber ich bräuchte natürlich auch noch ein paar Panzer, um das erstmal für den Anfang dicht zu halten. Dann mache ich noch eine 8-8er. Einfach mal hierhin. Und dann denke ich mal, dass ich da angreifen werde. Für den Anfang, die können ja schon mal die 8-8er unter Beschuss nehmen, weil die ist mir der größte Dorn im Auge, die aktuell noch. Mit uns. Das waren nur Attrappen. Na? Ja, Scheinobjekte. Scheinobjekt, Scheinobjekt. Na, die 8-8er ist aber auch gleich weg. Komm, noch einmal. Ja, so viel dazu. Eine sollte noch treffen, keiner hat getroffen. Das ist auch schön. Kommt halt mal öfters vor, aber muss man irgendwie mit leben. Die Flak 88er oder 88 mm schweres Panzerabwehrgeschütz. Ach, leck mich doch. Ihr wisst Bescheid. Ist eine Flak. Und eine Pack. Eine Flak-Pack. Gut, euch lege ich auf die 0. Und euch drei setze ich auch da vorne hin. Und da kommt die Maus. Ach, wie schön. Wer hätte es gedacht? Ich will jetzt noch nicht sagen, wir verabschieden uns von dem Bunker, aber was da hinten anrollt, ist echt eine unschöne Geschichte. Und wenn die gleich uns begegnet, dann ist das noch viel, viel unschöner. Bunker erstmal zerstören, würde ich sagen, ne? Erster Angriff.
Dann gehen wir mit den, warte mal, wenn wir mit den deutschen Einheiten hier die Russen berühren, empfindlich berühren, ich weiß nicht, ob die da so nett sind. So, wisst ihr was? Wo ist der Aufklärer? Na, warte. Nee, nee, nee. Ja, da. Der Bunker ist auf jeden Fall Geschichte. Ach, herrje. So. Die Maus ist incoming. Jo. Ich glaube, die hält doch nicht so viel aus, wie ich gerade gedacht habe. Warte mal, Aufklärer, aufklären. Mir egal, wie du es machst, mach es einfach. Gut, dann kann die Flak schon mal das hier unter Beschuss nehmen. Das ist ja schon irgendwie lustig. Dass die erste Pack so verdammt schnell drauf geht. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Also die Maus, die erste Maus, so unglaublich. Ey! Die erste Maus einfach so unglaublich schnell down geht. Ach komm. Scheiß Kübelwagen reicht's auch. Also macht's auch für den Anfang. Und das war übrigens auch gerade der Grund, warum ich die 8-8er hingesetzt habe. Einfach aus dem Grund, es kommen irgendwann mal scheiß kleine Luftfahrzeuge. Also in dem Falle war es halt nur ein Aufklärer. Aber die kommen halt irgendwann und dann habe ich mit der 8-8er schon mal ein bisschen vorgesorgt. Und wenn uns gleich noch eine Maus um die Ohren fährt, ja, nicht fliegt, sondern fährt, dann bin ich vorgesorgt. Oder hab ich vorgesorgt, oder... Ach, ist doch wurscht. So. So, euch möchte ich mal ein bisschen schneller da vorne haben. Oh. Ja gut, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber passt schon. So, mit den Einheiten möchte ich jetzt gar nicht so nah an die Russen drankommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Russen reagieren. Man sagt den Russen ja mal nach, sie sind ein sehr friedliebendes Volk, aber hey, ich weiß nicht. Die trinken halt, wie gesagt, die haben Torgau eingenommen, die freuen sich, aber ich weiß halt nicht, wie sie auf angebliche Deutsche reagieren, deswegen ich halte mich mal auf Abstand. Nein, Rückzug, 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 obwohl, nee, Angriff. Ich wusste natürlich, dass das gut geht. Ah ja, klar. So, da kommt eine deutsche Einheit. Ich habe keine Ahnung, was da für eine deutsche Einheit ist. Hoffen wir mal, dass es nur ein Panzer ist. Und der ist auch noch so doof und fährt außen rum. Ja gut, dann ist es nicht mein Problem. Gut, was kommt da angefahren? Eine Sache, die mir nicht gefällt, weil sie meine Sachen kaputt machen kann. Ja, deswegen brauche ich Panzer. Wie wäre es mit zwei Panthern, hm? Nein, nein, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, du Drecksack, Grenadiere. Ich würde mal drauf wetten, dass sie jetzt mein Nachschubdepots einnehmen. Ja, war ja klar. Das war ja wirklich klar. Nein, flag nicht weiter drauf schießen. Hey, ich habe 40 Punkte gemacht. Komisch, ne? Wer hätte es gedacht? So, das lohnt sich überhaupt nicht. Das lohnt sich sowas von überhaupt gar nicht, das Ding jetzt nochmal aufzubauen. Ich gebe 40 aus. Nee, bestimmt nicht. Am Arsch. Meine Panther, die können sich mal wieder nach vorne drücken. Und was ich auch noch haben möchte, ist hier ein Bunker, ein bisschen weiter vorne, der schon wieder was abfängt. So, hier ein bisschen Dalli. Und die 8-8er schicke ich auch mal nach vorne. Dann bräuchte ich noch einen kleinen Aufklärer da vorne. Also ganz vorne. Muss noch nicht mal... Warte mal, was sind das hier? Ach, Sturmgrenadiere, die kenne ich doch. Nee. Ich denke mal, da reicht auch aktuell ein normaler Aufklärer. Wir müssen ja nicht alles extravagant haben. Uns reicht ja auch Standard, ne? Gut, dann würde ich auch schon fast sagen... Warte mal, wir haben noch keine Luftwaffe, ne? Da würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen Luftwaffe an Land. Und was brauche ich denn dafür? Auf jeden Fall ein paar Infanteristen. Wenn die jetzt das Flugfeld auch noch kaputt macht, dann... Nein! Das war ja irgendwie... Irgendwie war das ja zu erwarten. Na gut, eben keine Luftwaffe.
Euch wird heute Abend der Sold gestrichen, das kann ich euch versprechen. So. Ich meine, wir schaffen es auch ohne Luftwaffe. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Wir werden die noch früh genug kennenlernen. Das kann ich an der Stelle schon versprechen. Was ist das denn hier? Immer noch der Panther. Knuffi, komm mal her. Lass mal spielen. Ja. 8-8er versus Panther. Das ist immer eine schöne Kombi. Vor allem, weil er jetzt gerade die Fliege macht. Ey. Nee. Warte mal, hier. Da. Ich finde es natürlich echt toll, dass meine wunderbare Artillerie das so gut getroffen hat und besonders genau das eine Flugfeld kaputt gemacht hat. Ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich hätte an der Stelle dann doch gerne gewusst, ob ich wirklich Flugzeuge noch nachträglich freischalten kann. Ja, das ist jetzt kacke. Autsch. Ja, weißt du, was euer Problem ist? Ihr trefft nicht und ihr vertragt zu wenig. Das ist euer großes Problem. So. Apropos, ihr trefft nicht. Mehr hilft mehr. Deswegen mehr herstellen. Ich könnte es natürlich hier einfach meine Panzerabwehrwaffen einfach hier stehen lassen, also meine Pack, und ein paar Punkte generieren. Wäre möglich, aber ziemlich arschlochmäßig. Von daher... Ich mache auf jeden Fall hier mal einen Bunker hin. Dann hätte ich den ganzen Bereich hier auch schon mal abgedeckt. Gegen Eventualitäten. So, was ist das hier? Das ist, glaube ich, ein... Das ist natürlich klasse. Wir dürfen keine funktionstüchtigen Einheiten hinterlassen. Wenn Stalins 7. Abteilung diese Monster in die Hände bekommt, wird es haarig. Ja, das glaube ich. Ey, 8-8er, da drauf. Der Panther kann dir jetzt erstmal scheißegal sein. Vor allen Dingen, der haut eh alle Nase lang ab. Von daher, lass den einfach mal links liegen. So, meine tolle Artillerie, die so clever ist, wird jetzt wahrscheinlich genau das Gebäude gleich wieder zerstören. Obwohl sie den Panther unter Beschuss nimmt. Wollen wir wetten? Oh nein, sie lässt das Gebäude mal in Ruhe. Toll, klasse, ey. Da habt ihr euch richtig was eingebrockt. Gut, ich bereite mal eine kleine Infanterie vor für da drüben. Und los. Gut, was haben wir denn hier noch? Na gut, brauchen wir es nicht. Aua! Einheit meldet eine Falle. Das habe ich auch bemerkt. Gefällt mir aber nicht. So, wo bleibt denn meine tolle, glorreiche Artillerie, Wie wär's denn, wenn jemand das Ding wegmacht? Ja, das ist ja klar gewesen, dass das passiert. Es gibt ja bei manchen Spielen die Möglichkeit von Konterfeuer zum Beispiel. Aber hier in dem Spiel ist es so geregelt, fuck off, lass doch die Artillerie einfach mal ein bisschen, die eigenen Ziele ein bisschen rapen. Mal gucken, was passiert. So, da kommt der nächste Panzer. Ich mach das Ding jetzt einfach platt. Fertig. Ich meine, wir haben ja selber eine Panzerabwehrbasis. Passt schon. Fanatismus. Haben wir ja schon so selten ausprobiert. So. Meine lieben Panther, könntet ihr das Ding mal wegschießen? Da wäre ich euch sehr verbunden. Nee. Lass dich bitte nicht abschießen. So, weg damit. Ich habe da jetzt keinen Nerv mehr drauf. Das hat mich schon oft genug geärgert. Gut, die Pack lasse ich trotzdem mal hier stehen. Man weiß ja nie. Und den Aufklärer, warte mal, vielleicht kann der hier irgendwie in irgendeinem Winkel in die Stadt reingucken. Warte. So hier. Da muss man einfach ein bisschen tricksen. Geht ja gar nicht anders. Was macht meine Infanteriedivision hier hinten, die ich da erstellt habe? Der geht's gut. Der freut sich. Der Aufklärer, kann ich den vielleicht hier hochfahren? Das wäre natürlich toll. Einfach in Deckung lassen und einfach mal ein bisschen aufklären. Weil wenn hier schon eine Einheit steht, dann denke ich, dass hier im Wald vielleicht auch noch eine Kleinigkeit versteckt ist. Hier ist ja auch eine Menge versteckt, von daher.
Das war so klar. Ey, das war ja mal so unfassbar klar, dass das passiert. Tja, aber die hatten halt auch einen Kübelwagen, von daher blöd gelaufen. Kollegen, ihr macht das Ding mal hier schnell weg. So, dann wartet ihr mal hier im Wäldchen, bis wieder Nachschub reintrifft. Weil euch einfach blind da reinlaufen lassen wäre dumm. Apropos dumm. Das ist zum Beispiel ein bisschen doof, was da gerade wieder passiert. Aber das ignoriere ich einfach mal wieder gekonnt. Ich will natürlich erstmal hier ein paar Einheiten weg haben. Und dann würde ich auch schon direkt eigentlich eine kleine Panzeroffensive vorbereiten mit Königstigern, oder? Königstiger klingt immer gut. Das klingt immer gut, weil es einfach, ja, ist immer toll. Und mir fällt gerade auf, dass das hier gar kein Berg ist. Ich dachte andauernd, was ist denn das hier für ein steiler Berg? Komme ich da denn überhaupt hoch? Ja, ja, klar. Nur ist halt einfach kein Berg, ne? So. Liebe Feldersatzabteilung, guten Abend. Tja, hättet ihr einfach genau in dem Moment, wo ihr konntet, kapituliert, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Aber ihr wart ja der Meinung, ihr müsstet einfach noch weiter durchhalten. Euer Untergang. Gut, ich guck gerade nochmal hier. Ja, Wirbelwind, eine Maus. Das sind zwei Mauspanzer auf jeden Fall. Hier noch einmal. Ich weiß nicht, was hier hinten noch rumgammelt. Guck ich auch nochmal schnell rein. Da war ja klar, auch wieder eine Maus. Königstiger, Panther, oh Gott. So, ich brauche Nachschub. Ich brauche definitiv Nachschub. Das hier ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich brauche definitiv Nachschub. Gut, euch schicke ich mal hier hin. Ich kann euch alle dahin schicken, ich brauche euch ja dann nicht mehr. Euch schicke ich einen Ticken weiter nach vorne. Den Kollegen, den lasse ich mal hier. Dann alles ein bisschen pronto. Und dann könnte ich auch schon theoretisch, wenn meine Infanteristen hier heil ankommen und nicht gleich wieder überrascht werden, könnte ich theoretisch das Nachschubdepot auch direkt einnehmen. Was mit euch hier ist, ich mache euch mal in Tarnmodus, damit ihr nicht abgeschossen... Ach stimmt ja. Da war ja was. So, hier, guck mal hier, den Aufklärer, den bringe ich doch nochmal hier rein. Wo kann ich den dann am besten hier hin? Ich stelle ihn auf jeden Fall mal hier in das Wäldchen. Am besten auch noch so, dass er da reingucken kann. Scheinobjekt. Die Maus war ein Scheinobjekt. Wer baut denn eine Maus als Scheinobjekt? Da hat doch wirklich jemand zu viel Langeweile gehabt. Man stelle sich jetzt an der Stelle bitte jemanden vor, der wirklich mit Kleber und Bastelpappe und allem Möglichen da steht und sich einen Mauspanzer baut. Also wirklich monatelang da sitzt und dann schön Stück an Stück da zusammenbaut, nur dass am Ende irgendein Vollpfosten kommt, mit Artillerie einmal draufschießt und feststellt, och, ist hier ein Scheinobjekt. Naja, gut. Es ist die Frage, wie wollen wir vorgehen? Wir haben auf der Front, wie gesagt, hier wahrscheinlich eine echte Maus. Hier müssen wir hin. Hier stehen auch noch ein paar Panzer. Also wir haben auf jeden Fall bei beiden Fronten Panzer. Ich würde ja schon fast sagen, wir machen trotzdem meine Taktik. Alleine aus dem Grund, weil ich es total lustig finde. Gut, wollen wir das Ding vielleicht mal hier einnehmen? Natürlich nur, nachdem wir das Teil hier auch gesichert haben. Dass jetzt der Panther da rausfährt, ist ein bisschen ungünstig. Ich gestehe, das ist wirklich etwas stark ungünstig. Hau mal weiter ab. Ich möchte nicht, dass du noch angeschossen wirst. Das wäre leicht ungünstig. Perfekter Hinterhalt, finde ich auch. Jetzt musst du nur einmal schießen, damit der wirklich perfekt wird. Weil ein perfekter Hinterhalt ist für mich, wenn der Gegner vernichtet wird. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Das Problem ist nur, das Viech haut gerade ab. Ne? Das ist, fällt euch hoffentlich auch auf. Aber egal, passt schon.
Ihr nehmt das mal schnell ein, dann kann ich meine Tigerpanzer direkt da rausholen. Und das was mache ich mit meiner Art? Korps kontrolliert das Zentrum. Uns erwarten erbitterter Widerstand und modernste Waffen. Ja, es ist ja schön. Oh, toll, ich stehe unter Terror. Klasse. Das ist nicht so toll. Das könnte ich natürlich ausgleichen direkt mit, Oh, fuck. Oh, fuck, da kommt was. Oh, fuck it. Das könnte jetzt dezent leicht wehtun, vor allen Dingen... Oh, fuck it. Das könnte echt wehtun. Yeah. Nein, das... Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt gerade der Moment, wenn man Terror mit, ne, verwechselt. Ihr wisst schon, Terror mit Fanatismus. Dann kommt genau so eine Scheiße dabei raus. Kacke. So, aber die Maus geht trotzdem down. Vielleicht verlieren wir ja noch nicht mal unser Hauptquartier, unser neu gewonnenes, aber die Garantie würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen. Bleibt noch ein Prototyp übrig. So. Ihr müsst den letzten Panzer noch wegmachen, bevor der vielleicht das Hauptquartier noch zerstört. Wäre leicht ungünstig. Aber ich glaube, der zerstört... Nein, da kommt jetzt auch noch eine Maus. Hör auf, das Hauptquartier zu beschießen. Lass das Hauptquartier in Ruhe. So, du nimmst das unter Beschuss, bitte. So, wo bleibt meine tolle Armee von Königstigern? Ich brauche eine Armee von Königstigern. Ich habe keine Armee von Königstigern. Und das Hauptquartier wurde vernichtet und alle Autos drehen direkt um. Klasse, ne? So, wisst ihr was? Ich würde eigentlich ganz gerne noch Marderpanzer holen, aber die sind, glaube ich, aktuell vom Preis her nicht drin. Deswegen wird es vermutlich irgendwie bei den Königstigern bleiben. Gut. Düsenbomber, die Nachschubdepots verteidigen. Diese Drecksäcke. Habe ich da noch irgendwo eine 8-8er? Nein, natürlich nicht mehr. War ja klar. Alles möglich hatte Alex, nur keine weiteren 8-8er. Das ist natürlich ein Traum. Was mache ich denn da? Also entweder ich gehe da jetzt... Ach komm, hier. Ich hab nicht genug Nachschub, das regt einen auf. Da kommt natürlich wieder was rein, aber trotzdem, das dauert. Na, eine neue 8-8er wäre natürlich auch schön, ne? Einfach so hier irgendwo hinstellen, ein bisschen was abfangen, passt schon. Apropos abfangen. Ich mache jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg, ganz einfach. Ende. Ist zwar jetzt nicht die feinste Art, aber passt. Denke ich mal. So, da kommt der nächste Düsenbomber. Vielleicht können wir den diesmal ein bisschen früher abfangen. Nein. Nimm das Ding. Lässt du das? Nein. Du Drecksack. Pass bloß auf, bis die zweite Flak kommt. Dann stehst du aber da. Natürlich hätte ich jetzt auch Tarnmuster machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich keine List übrig hatte in dem Moment. Und deswegen blöd. Ich will jetzt erstmal hier die Einheiten aufreiben, die da ankommen. Das sind aber nur Panzer 4, die sollten jetzt kein Problem darstellen. Jetzt hätte ich einmal die Möglichkeit zwischen Fanatismus auf meiner Seite. Ja, komm, Fanatismus. Die sind gerade im Rückzug, die sollen sich nicht anstellen. Mach die mal weg. Ihr seid deutlich in... Habt einen deutlichen Vorteil. Gut, die haben jetzt nicht getroffen. Das ist blöd. Aber vielleicht macht er die Artillerie noch ein bisschen. Ja, da ist schon was kaputt gegangen. Und was ist damit? Leichte Einheit, unbekannt. Ey, da ist ja noch einer. So. Die haben sich getarnt. Warte mal. Ich will da jetzt aber gar nicht so weit reinfahren. Ihr bleibt mal hier stehen. Wenn die sich hier noch tarnen, dann hat das oft
etwas Negatives zu bedeuten. So, jetzt gucke ich einmal noch hier rein gleich, wenn ich die nächste List habe, und dann würde ich auch direkt den finalen Schlag anordnen. Aber erstmal bringe ich meinen Aufklärer hier hin. Der soll einfach mal hier reingucken. Allein aus dem Grund, dass hier vielleicht irgendwo noch irgendwas steht, was da nicht hingehört. Gut. Wirbelwind? Schwer, ja gut. Kann man jetzt so hinnehmen, muss man nicht. Was macht eigentlich meine Infanterie? Die könnte eigentlich auch mal wieder mit vorrücken. Problem ist, ich würde das Ding gerne hier einnehmen, ohne das auch direkt zu zerstören. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, so eine richtig elegante Variante gibt es da gar nicht. Aber ich glaube, die eleganteste wäre für den Anfang erstmal mit dem Aufklärer reinfahren, bevor man da einfach blind reinfährt. Ich glaube, die beste Variante ist einfach zu warten, bis alle Flugzeuge in der Luft sind und die dann zu beschießen. In der Hoffnung, dass man da wirklich was mitnimmt. Gut, was haben wir denn hier noch? Nicht wirklich viel. Hier, guck mal, ihr kriegt auch noch einen kleinen Königstiger an die Front. Und ihr bekommt einen Panther an die Front. Dann sind alle happy. Hey, das klappt sogar. Warte mal, da ist noch ein kleiner Aufklärer. Da kann sich dann aber, denke ich mal, die Infanterie drum kümmern. Es ist die Frage, was steht denn da noch? Das hier. Das sollte man angreifen. Mehr nicht. Und weniger auch nicht. Und jetzt reicht das, ne? Das war's. Mehr nicht. Den Rest übernimmt die Infanterie. Und wenn das jetzt geht, wenn ich jetzt hier Flugzeuge nachholen kann, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, da Alex der Vollpfosten, warum hat das am Anfang nicht hingekriegt? Dieser Idiot. Tut euch keinen Zwang an, könnt ihr gerne schreiben. So, ihr beeilt euch mal ein Ticken. Das dauert mir alles viel zu lange. Du klärst den hier auf. Danke. So, und wir stehen eigentlich direkt vor seiner Basis. Ich würde ihm jetzt schon fast den finalen Schlag geben wollen. Erstmal mit dem Panzer hier reinfahren. So. Kann ich jetzt Flugzeug... Ich freue mich auf die Kommentare. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Die werden echt lustig. Die werden ein Traum. Ja, es tut mir ja leid. Gut, Infanterie, Kommandant. Wir haben hier noch was zu erledigen. Und das weiß ich leider gar nicht, wie lange wir hier gespielt haben. Das wird sich gleich wahrscheinlich im Offscreen dann noch zeigen. Aber... Auch ein Panzer 3? Nee. Da belassen wir das lieber bei dem klassischen. Und sparen sogar am Ende noch ein bisschen Geld, ne? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Das ist doch immer noch dieser eine Wirbelwind, oder? Wenn mich das nicht täuscht. Ja, Wirbelwind. Kann immer wer wegschießen? Endgültig bitte diesmal. Und wehe, der fährt wieder in Rückzug. Dann, das toleriere ich diesmal nicht mehr. Danke. Gut. Liebe Panzer, liebe 8-8er, du kannst eigentlich stehen bleiben, das juckt keinen. Infanterie numero uno, da. Infanterie numero dos, da. Und die restlichen zwei, die können sich irgendwo hinstellen, die können eine rauchen. Oder einfach nur zugucken. Ah, wir haben auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumt. Ausgezeichnet, das war's. Ja, aber es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Die Russen stellen sich uns in den Weg. Sie wissen vom Forschungszentrum. Die Eroberung war einfach. Das Halten wird schon schwieriger. Keine Sensor verfügbar. 34 Minuten. Ich denke mal, ich werde die Folge auch als solche hinaushauen. Da die Folge ohnehin schon ein bisschen Überlänge hat, verliere ich gar nicht mehr so viel Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, dass ich ein Vollidiot bin. Ja, ich hätte das Flugfeld am Anfang einnehmen können. Ja, ich weiß, hätte ich die Artillerie ein bisschen koordinierter gemacht oder wäre näher dran gefahren oder hätte andere Artillerie genommen oder es einfach direkt eingenommen, dann wäre das vielleicht nicht so gekommen. Dann hätte ich es vielleicht ganz einfach haben können. Aber, ich meine, wir haben am Ende das Ding noch eingenommen. Was wollt ihr denn? Naja,
Euch noch einen wunderschönen Tag, bis zur nächsten Folge und bleibt gespannt. Macht's gut.